Hi ihr Lieben, ich bin Martina. Man nennt mich auch Eulenmama oder Schneckenflüsterin. Und ich will euch was erzählen über Es ist Zeit für einen Mutausbruch. Was ist ein Mutausbruch? Ein Mutausbruch ist etwas, was wir gerne tun würden, uns aber nicht trauen, aus irgendwelchen Gründen. Und ich habe erfahren, dass Mutausbrüche vom Leben wirklich echt belohnt werden. Und ich erzähle euch ein bisschen was von meiner Geschichte, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich kann nämlich nicht malen. Also im Sinne von, ich bin keine Künstlerin. Ich kann wirklich nicht besonders gut malen, aber ich kann gut mit Farben umgehen und ich kann gut, ich habe es ein bisschen mit Formen und Stricheln und so. Und durch diesen Mutausbruch, nämlich der war, meiner Freude zu folgen, den ich etwa vor ein bisschen länger als ein Jahr hatte, hat sich mein Leben komplett geändert. Und ich war nämlich immer auf der Suche. Mein Gott, was soll ich hier? Was ist mein Lebensplan? Für irgendwas muss ich doch gut sein. Ich habe x Ausbildung gemacht, in spiritueller Hinsicht, weil ich immer auf der Suche war. Verändert hat sich nichts. Bis ich irgendwann letztes Jahr im Sommer die Nase so voll hatte von mir und dieser ewigen Sucherei. Ich hatte immer depressive Phasen, und war so müde und so unmotiviert, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Und zwar war meine Entscheidung, ich folge jetzt dem Weg der Freude. Und zwar kompromisslos und ohne Erwartungen. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich mein Leben komplett verändert. 2 Wochen später etwa bin ich auf ein Video gestoßen, wo eine Frau eine Eule malt. Und dann habe ich angefangen, Eulen zu malen. Und dann kamen Gefühle in mir auf, Gefühle der Glückseligkeit. Und so ist auch mein Name entstanden, diese Glückseligkeiten, diese Wortschöpfung, weil ich mich noch nie in meinem Leben so gefühlt habe. Also das war so Wahnsinn. Krass, absurd. Ich konnte es gar nicht fassen. Und ich habe einfach weiter gemalt. Und dann kamen die Ideen, wie setze ich das um? Ich wusste einfach, diese Eulen, die müssen nach draußen zu den Menschen, weil diese Freude, die ich spüre, die wird sich auf alle übertragen. Die muss nach draußen. Ja, und dann hat eins das andere ergeben. Und jetzt habe ich ein Kartenset rausgebracht mit Eulenkarten, das sehr erfolgreich ist. Und das ist einfach krass, was sich da verändert hat. So, und auf was ich eigentlich hinaus will, ist, wir lassen uns so gern abhalten von dem, was wir eigentlich tun wollen, weil wir Angst davor haben. Und ich sage immer, ich kann nicht malen und ich tue es einfach trotzdem. Ich kann auch nicht reden und ich tue es einfach trotzdem. Was soll sonst schon Schlimmes passieren? Also, ich meine, klar, ich kann mich jetzt blamieren oder vielleicht lacht mich jemand aus oder ich kriege einen blöden Kommentar. Ja und? Also, und dann wird mein Leben trotzdem weitergehen, der Himmel wird nicht auf mich herunterfallen und es wird auch sonst nichts Schlimmes passieren. Und kürzlich zum Beispiel bei den Schirner-Tagen, der Schirner ist der Verlag, der mein Kartenset rausgebracht hat, hat mich die Frau, die das organisiert hat, überredet, einen Vortrag zu halten. Und ich habe erst gesagt, nee, ich kann das nicht und habe das noch nie gemacht und so. Und dann habe ich aber doch gesagt, okay, ich probiere es. Und nach 10 Minuten auf dieser Bühne ging mir der Gesprächsstoff aus. Echt, ich wusste nicht mehr, 20 Minuten hätten es sein sollen, ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich habe dann einfach erzählt, wie es mir geht, wie aufgeregt ich bin und dass ich den Faden verloren habe, dass ich keinen Plan habe und dass es einen Teil in mir gibt, der sagt, sag mal, was soll denn das? Was machst denn du auf der Bühne? Da hast du doch überhaupt nichts verloren. Und
So dieses dieser minderwertige Teil in mir, der permanent mir sagt, was ich kann, was ich nicht kann, was ich besser lassen soll. Und ich höre den, aber ich glaube ihm nicht mehr. Und das ist das, was ich als Mutausbruch definieren würde. Also über diese Angst, ja, es könnte ja was Schlimmes passieren, einfach mal drüber zu gehen und mal gucken, was passiert denn wirklich. Und das Tolle daran war, das Feedback von dem Perle, das in der ersten Reihe saß, war dann nach diesem Vortrag, das war der berührendste und ehrlichste Vortrag, den wir je gehört haben. Und dann war ich völlig baff. Wie kann das sein? Und wisst ihr, was ich euch sagen will? Wir sind alle nur Menschen. Wir haben alle Fehler, Schwächen und was weiß ich. Aber genau um das geht's. Also, dass wir nicht noch mehr suchen, was mit uns nicht stimmt, sondern dass wir mal darauf gucken, was kann ich denn eigentlich schon alles? Was ist völlig natürlich für mich? Und wir können noch mehr suchen, transformieren und uns entwickeln wollen und dieser ganze spirituelle Kram. Aber ich habe den Eindruck, es reicht. Ich bin gut so, wie ich bin. Und du bist auch gut so, wie du bist. Und das, was du mitgebracht hast, es reicht, um das in die Welt zu bringen, für was du hierher gekommen bist. Das heißt ja nicht, dass man nicht noch dazulernen kann. Also man kann immer wieder trotzdem neue Dinge probieren. Oder wenn man was wirklich machen will, dann bringt man auch die nötige Disziplin auf, das wirklich zu lernen. Aber das ist dann so ein müheloses Tun. Also das ist nichts, was mich jetzt unglaublich stresst oder anstrengt. Ich bin sowieso der Meinung, die guten Dinge sind alle einfach. Und wenn ich total in Stress komme, dann lasse ich alles fallen und höre auf damit. Und so funktioniert mein Leben so gut und so einfach. Das ist einfach total herrlich. So, und also schau doch mal, was würdest du denn gerne tun oder was hast du schon immer gern getan? Fällt es dir leicht zu reden? Fällt es dir leicht zu schreiben? Vielleicht willst du Musik machen, reiten, Handarbeiten, das ist völlig egal. Also ich bin auch total viel begabt und habe immer gedacht, ich bringe das nie zusammen. Aber genau das ist das Thema. Weil ich nämlich das getrennt habe, konnte ich es auch nicht zusammenbringen. Und mein Wunsch, der dann irgendwann entstanden ist, so im Laufe der Zeit, war, dass ich Spirituelles, Kreatives und Erfolg miteinander verbinden kann. Und das habe ich jetzt wirklich echt gemeistert. Und wenn ich das schaffe, dann kann das jeder andere auch auf seine Art. Und ich habe immer so das Besondere gesucht in mir. Und als ich das gefunden habe, habe ich erkannt, dass das gar nichts Besonderes ist, beziehungsweise dass dieses Besondere in jedem anderen auch ist, auf seine Art. Also jeder von uns ist einzigartig und besonders. Ja, und vor kurzem habe ich so einen schönen Spruch gehört, mach du den ersten Schritt und das Universum macht den zweiten. Und beim nächsten lernst du alles, was du wissen musst. Und genau so funktioniert das Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viele Mutausbrüche und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Lass es dir gut gehen.